Wie lange dauert es jetzt eigentlich in EA Sports FC 24 100.000 Coins zu machen? Wie macht man das am besten? Und bekommen wir bald zwei neue Mbappé-Karten im ja, aktuellen Teil? Wir haben nämlich einen POTM, der kommen könnte. Die Wahl ist seit gestern vorbei. Ich rechne mal im Laufe des Tages mit dem Ergebnis. Und ein Inform bahnt sich an, Mittwoch 19 Uhr, neues Team of the Week. Drei Tore hat er geschossen am Wochenende. Könnte also da auch schon mit dabei sein. Und dann natürlich auch die POTM SBC. Wenn sie denn kommt, die SBC, wird sehr, sehr teuer. Wird euch alles abverlangen, Nieren, eure ganzen Verwandten und was weiß ich was. Spaß beiseite. Könnte halt schon kommen, wenn ihr die Wahl gewinnt. Mich würde es übrigens freuen, wenn wir die 100 Likes hier voll machen. Das tut immer gut und das motiviert. Ja, Freunde. Gut, dann Mbappé. Vielleicht machen wir Fragezeichen hinter. Auf jeden Fall ist er womöglich, wenn alles gut geht, im neuen Team of the Week mit dabei. Ist er nicht dabei, könnte es schon sein, dass die Wahrscheinlichkeit da ein bisschen höher steigt, dass er als POTM kommt. Ja, wir haben außerdem, Karten ist jetzt eine Prediction von Wi-Fi EAFC, Berisha von der Serie A, Di Marco mit seinem Traumtor, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, was der für eine Bude gemacht hat, Lindelöf, Manchester United Sieg, Aris Elustundo, Ward-Prowse, Sarabia, wir brauchen diese Informs auch dringend, denn EA hat dazu beigetragen, dass Informs gestern extinct gegangen sind mit dem Content. Leroy Sané, FC Bayern, längst überfällig, wäre wichtig, Tankstedt, Lewandowski mit dem Doppelpack, der angekündigte Mbappé, auch Benzema mit dem Dreierpack, Rodrigo mit einer Gala, also das Team of the Week könnte es wirklich in sich haben, auch der zukünftige Vizemeister der deutschen Bundesliga, Bayer Leverkusen, mit der längst überfälligen Kosuno-Karte, der spielt auch eine hervorragende Saison und da könntest du theoretisch immer sehr viele Spieler nehmen von Leverkusen, aktuell in der Phase der Bundesliga, was die da abreißen, Chapeau. Am Ende muss aber trotzdem der FC Bayern oben stehen, sind wir uns einig, oder? Oder wer sollte deutscher Meister werden? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Gut, dann kommt die nächsten Tage noch ein Pack auf uns zu, weil jetzt wieder viele sagen, läuft nicht so gut, ich habe halt nicht so viele Verkäufe, was soll ich machen? Freunde, komme ich gleich dazu. Aber ihr könnt es nicht immer, was jetzt gut gelaufen ist, die letzten 4 bis 6 Wochen, über Bord schmeißen und nur weil es mal einen Tag ein bisschen ruhiger ist, gleich den komplett panisch werden. Chillt euch mal, wenn mal nicht so viele Verkäufe sind, keine Sorge, die Listen, die wir bauen, haben wir speziell darauf ausgerichtet, dass ihr halt auch mit dem Content geht, also stündlich die Möglichkeit habt, was zu verkaufen, aber wenn guter Content kommt, wird die Liste wieder eskalieren. Bei mir war es gestern auch sehr, sehr gut, sage ich euch gleich, und es kommt auch noch dieses 84 Plus Trailblazer und Road to the Knockouts Pack, kann man vorstellen, dass es wieder zweimal wiederholbar ist, dann in 4 Tagen ist wieder Hero Pack Refresh, und so weiter. Es kommt jetzt auch mal nicht so viel Supply unter der Woche. Ja, was am nächsten Freitag wird, steht jetzt glaube ich auch schon fest. Es könnte eine Food-Promo, E-Sports-Promo werden. Ja, soll die erste Emo E-Sports-Promo ever werden. Bin ich gespannt. Also bleibt geduldig. Ja, haltet eure Karten. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr jetzt panisch eure Listen abverkauft. Das verspreche ich euch. 84er könnt ihr mitnehmen, 3,5, 3,6 einkaufen, 4,3, 5, 3,6, 3 anbieten, 85er mitnehmen, gerne snipen, dann für 9,6 oder was anbieten, 86er plus 2 bis 5k, 88er stehen stabil bei 25k, ihr könnt auch noch ein paar 83er einbauen, ihr habt jetzt gerade so viele Möglichkeiten, euch eine schöne ÖV-Liste zu bauen mit gutem Rating, wenn der Content dann kommt, seid ihr parat und Sheriff hat es ja auch angekündigt, hier nochmal gestern die Evolutions, die besten Evolutions. Ich würde euch wieder daran erinnern, an den Sniping-Filter, den wir am Video vom Samstag hier besprochen haben. Gerne Gnabry, Lukaku, Soboschlei, Ferran Torres, Isak und hier den Morales. Mal schauen auf dem Markt, was kostet die Karte mit dem Hunter. Da könnt ihr die zum Markt jetzt snipen, plus 1k drauf. Ist immer sehr, sehr beliebt. Eine Mega-Methode, da ein bisschen snipen und kurzweilig ein paar Coins zu machen. Ja, und Wer das nicht möchte, wer keinen Bock hat auf Snipen, der lässt einfach ganz entspannt seine ÜV-Liste laufen, ja. Also da ist der Name zur nächsten Promo. Next Promo coming is called, also die nächste Promo, die kommt, heißt FC Pro Live. Die erste Promo jemals, die auch mit Bezug auf E-Sport nimmt. Bin ich gespannt, was wird. Kommentar ist auch lustig von Hektik. 99 Pace, Wingers for Cutback, Spams, let's go. Lustig, mal schauen, was dann da rauskommt. Diese SBC wird auch noch kommen. Road to the Knockout SBC. Da sind ja die Frauen leider unterrepräsentiert. Beide Frauen, die sie genommen haben, sind ausgeschieden. Und Bacha ist sowieso, oder Bacha,
Bacha ist sowieso eine sehr beliebte Karte. Auch in den Teams. Linksverteidiger, vielversprechende Stats. Ich kann es mir allerdings vorstellen, dass sie womöglich eher dann noch, dann wann der nächste Champions League Spieltag der Frauen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Länderspielpause identisch ist. Ja, da bin ich leider nicht informiert genug im Frauenfußball. Vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen und eine Einschätzung geben. Für alle diejenigen, die jetzt noch weniger als 100.000 haben oder genau 100.000, weniger als 100.000, erspielt euch ein paar Coins. Ist der einfachste und entspannteste Weg. Und wenn ihr dann mal so eine Fahrliste bauen wollt, habt ihr hier die Liste aufbereitet, wo ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen sollte. Aber der Link ist in der Videobeschreibung. Ja, nur so viel dazu. Jetzt gehen wir kurz rüber auf den Discord. Und die Eingangsfrage war: Wie lange dauert es jetzt eigentlich, dass man 100.000 Coins machen kann in FC24? Die Frage ist relativ einfach beantwortet. Wir haben nämlich letzte Woche am Montag oder Montag genau angefangen mit 10, 15 verschiedenen Jungs auf unserem Discord zu arbeiten. Wir haben allen die gleiche Liste gegeben und die Jungs haben die Verkäufe dokumentiert. Wir haben jetzt hier beispielsweise mal einen Philipp, der hat in 6 Tagen hat er 235.000 Coins Gesamtgewinn. Dann haben wir ein B, da sehe ich leider jetzt den ganzen Namen nicht, haben wir 379.000 Coins gewinnen. Ein Kyrox, die Jungs haben das hervorragend dokumentiert, haben alles rausgerechnet, 228.000 gewinnen. Ein Snowhawk, 262.000 Coins gewinnen. Und dann hier noch ein Phoenix mit 178.000 gewinnen. Und ein Lord Iron für 145.000 gewinnen. Der Cookie hat es noch ein bisschen genauer aufgelistet. Tag 1, 2, dann hier 30.000, 30.000, 30.000, 7.000, 11.000, 86.000 gewinnen nach 5 Tagen. Kommt aber noch ein Update dazu. Und er hat ja am Wochenende einfach entspannt die Zeit nachzukaufen. Hat alles super aufbereitet, also auch die 100.000 Gewinn mit einer 100.000 Liste, die wir gegeben haben. Ich habe es euch gerade gezeigt, die Liste, wo ihr sie findet. Wir haben es auch komplett beschrieben, wie man solche Listen immer baut. Das findet ihr hier Tutorials auf meinem Kanal. Einfach mal gerne die 1K-Methode anschauen oder so. Wenn ihr das möchtet, schreibt es mir bitte Tutorial in die Kommentare. Dann habe ich am Wochenende nochmal so ein UV-Tutorial für euch raus, von Anfang bis Ende. Aber da müssten schon ein paar mehr Kommentare rein, dass ich heute einfach sehe, dass noch genug da sind, die es noch nicht genau wissen, wie es funktioniert. Einfach diese Karten von der Liste wurden genommen, einmal mit besten Chemistry gekauft und plus 1 oder plus 2K angeboten. Easy. Ja, wirklich, da ist nichts dabei. Ich finde es hervorragend. Wir haben jetzt super Ergebnisse, auch dass es für PC-Spieler hervorragend funktioniert und nicht nur für Konsolen immer. Möchte ich ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen richten, der da mitgemacht hat und der einfach dann auch wirklich dann für uns die Möglichkeit gibt, das Ganze mal aufzuzeigen, dass nicht nur wir die Coins machen, sondern auch unsere Jungs, die mit uns gemeinsam arbeiten und uns auch vertrauen und Dinge so umsetzen, wie wir sie immer besprechen. Ich kann nur sagen, von meinen Verkäufen her, gestern hatte ich seit Mittag, von Mittag bis 19 Uhr hatte ich 17 und seit gestern bis heute Morgen habe ich 4. Okay? Also 21 Verkäufe vom gestrigen Video bis zum heutigen. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Jürgen Kohler als 64K raus, Zahlendreher, Gomez 37, Milito, Grimaldo, Greenwood, ja, Rosicki, Aljaber, Gallagher fast plus 10K. Den habe ich einfach mal plus 10K mit einem Shadow gelistet. Und auch der nächste ist schon wieder raus. Den seht ihr jetzt gerade noch nicht, weil der auf der Konsole ist. Varane, Coman 85er sowieso gestern auch wegen der SBC. Gute Karten. Ja, sehr, sehr gut. Läuft momentan gut weiter. Bin ich mega zufrieden, wie es ist. 88er und so weiter. Eure Invest natürlich weiterhalten. Wäre schade, wenn ihr da jetzt rausgeht. Und hier noch ein kleiner Einblick in die Topseller. Manu und ich machen ja jetzt immer Montag, oder Manu macht jetzt momentan die Topseller auf dem Discord immer schön mit Sané. Ihr seht es eh, Karten von der Liste: Chiesa, Hakimi, Rafinha, Diaby, alle mit bestmöglichen Chemistry-Style, die Preisgestaltung beachten. Goretzka, Ojuala, hab ich gerade gezeigt von meinen Verkäufen auch. Alaba, Di Lorenzo und Tonali, Araujo, Robertson. Alles gut, auch Heroes, die mega unten sind beim Futterpreis. Rui Costa 29, Berbatov 27, die Scott für 19K, auch die Triple Threat-Karten, genauso Grimaldo, Openda, Klaus, Lautaro Martinez wegen BOTM und hier noch den Sidia. Könnt ihr euch alle mitnehmen? Sind auch Karten, die auf
auf der Liste nochmal mit drauf sind, wenn ihr nochmal durchschauen möchtet von letzten Samstag. Ich packe euch das Video noch ans Ende. Wie gesagt, also wenn ihr 100.000, hier, sorry, ich muss nochmal kurz durchscrollen, weil ich glaube, ihr habt es nicht gescheit gesehen gehabt, oder? Gehen wir nochmal die Karten durch. Sané, Chiesa, Hakimi und so weiter. Rüdiger, Goretzka, Ushuala, Alaba, Di Lorenzo. Hier könnt ihr gerne das Video pausieren und die Karten nochmal anschauen oder einfach dann das Video vom Samstag nochmal, wo alles genau erklärt wird, was ich mache, wie ich vorgehe. Okay, in diesem Sinne kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr ÜV probieren wollt, wenn ihr dieses überteuert verkaufen probieren wollt, geht's geduldig an die Sache ran, baut euch die Listen wirklich sauber und nicht einfach nur einmal eine Karte 50 Mal nehmen und dann hoffen, dass es geht oder eine Karte nur rauspicken und dann sagen, jawohl, ich nehme jetzt eine, das muss sofort funktionieren. Nein, ihr habt es gesehen in dem Channel, wie oft die Jungs angeboten haben, die haben es auch dazu geschrieben, 14 versus Coins, da 12 Mal angeboten, 13 Mal angeboten, 15, 13 Mal und das täglich, 10 Mal angeboten, 12 Mal angeboten und das wirklich täglich. Und auch täglich nachgekauft, schnell nachkaufen oder täglich nachkaufen muss drin sein. Und dann klappt es auch ganz schnell mit den 100k, dass da einer fast 400.000 Coins macht mit so einer kleinen Liste. Ja, vervierfacht seine Coins, die er eingesetzt hat. Das muss man erstmal zeigen, dass es bessere Methoden gibt für Jungs, die fast oder für FIFA-Spieler, die fast keine Zeit und Lust haben, sich intensiv mit dem Markt zu beschäftigen. Da sage ich Hut ab, große Leistung und ich glaube, jeder von euch kann das schaffen. Also gerne das Video liken und dem Kanal folgen, wenn ihr weitere Trading-Methoden von uns aufbereitet haben möchtet. Würde mich sehr freuen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Peace out.